Lilo, mal wieder ein kurzer Tipp. Es kommt öfters von den Windows-Usern die Anfrage, gibt es nicht auch irgendeine Art Virenscanner für Linux und für Ubuntu? Gibt's? Sucht zum Beispiel mal im Software Center nach CLEM-TK. Das ist ein Virenscanner, der nach Bedarf nach Viren sucht. Also der lauert jetzt nicht ständig im Hintergrund und durchsucht jede Datei oder ähnliches, sondern sucht, wenn ihr sagt, sucht doch mal. Die meisten Linux-Benutzer benutzen überhaupt keinen Virenscanner, da es nur sehr wenige Viren gibt. Wer kommt schon auf die Idee, ein Virus für Linux zu schreiben? Oh, ich zum Beispiel. Gut, jedenfalls gibt es dann die Virensuche. Und diese Einstellungen, die jetzt standardmäßig da drin sind, die sind einfach nur Kappes bei diesem CLEM-TK oder CLEM-AV oder wie auch immer. Hier steht Antivirus, Definitionen sind aktuell, jetzt geht man auf Hilfe. Nach Aktualisierung suchen. Nach Aktualisierung suchen, sagt, das Ding ist veraltet. Gut, das ist schon mal ein bisschen verwirrend. Was ist noch? Extras, den Antivirus-Einstellungsassistenten erneut ausführen. Den haben wir überhaupt noch nie ausgeführt. Gut. Wenn Ihr Rechner automatisch empfängt, sagen Sie automatisch anwenden, wurden gespeichert. Gut. Es läuft auch im Hintergrund. Ein Prozess, zumindest wenn man mal neu startet. Wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt mit dem Prozess bauen, minus -ef, senkrechter Strich, grep, mit p, clem, da steht user bin fresh clem minus -d quiet. Da läuft also ganz ruhig im Hintergrund so ein Aktualisierungsding, das dafür sorgt, dass wir mit aktuellen Virenkennungen versorgt werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Sehen wir hier Starteinstellungen, nach Aktualisierung suchen, Ausnahmen, bla bla bla, kein Proxy und so weiter. Sollten wir hier erstmal einstellen, dass wir ruhig auch mal die Datei mit führenden Punkt durchsuchen sollten. Ja, also wenn ich ein Virus schreiben würde und ich wüsste, dass der CLEM-TK keine mit führenden Punkt durchsucht, dann würde ich doch einfach nur meine Datei mal umbenennen und wunderbar. Alle Dateien und Unterverzeichnisse durchsuchen. Das ist sehr, sehr sinnvoll, denn standardmäßig, ich nehme das jetzt mal wieder raus, sieht es nämlich so aus, wenn ihr einfach nur sagt, persönlichen Ordner durchsuchen. Dann passiert Folgendes. Dann sucht er Boink untersuchte Dateien 1 Untersuchung abgeschlossen. Das ist natürlich Kappes, ne? Der hat jetzt einfach nur den Ordner, persönliche Ordner, gesehen und hat gesagt, das ist eine Datei und da ist nichts drin. Das ist natürlich Quatsch. Wir wollen natürlich, dass der auch rekursiv sucht, auch die Unterverzeichnisse. Ne? Das kann man zwar mit hier untersuchen, persönlichen Ordner rekursiv. Ne? Das ist natürlich dann okay, kann man machen. Aber sollte man vielleicht in Einstellung standardmäßig so einstellen, dass alle Dateien untersucht werden. Zusätzliche Sucheinstellungen aktivieren, welche auch immer das sind, das ist hier nicht genauer definiert. Dateien größer als 20 MB, das kommt drauf an. Ich habe sehr viele Videos, die sind hunderte von MB groß und da ich hunderte von Videos habe, die hunderte MBs groß sind, mache ich das nicht. Und meinetwegen, das können wir auch noch einklicken. Ihr könnt eigentlich alles einklicken. Ne? Das können wir so lassen. Ausnahmen können wir Verzeichnisse ausklammern, die nicht untersucht werden sollen. Wenn ihr also eure eigenen Viren schreibt, dann könnt ihr diese ausklammern, könnten auch über einen Proxy-Server suchen lassen nach Aktualisierung. Okay, das lassen wir jetzt mal so. Gut, und dann können wir den persönlichen Ordner durchsuchen lassen. Aber was war jetzt noch? Jetzt war noch was Kappes. Ne? Da war noch mehr Kappes. Extras, der Zeitplaner ist nämlich nicht geplant. Ne? Das wäre jetzt mal sinnvoll gewesen, in diesen Einrichtungsassistent reinzupacken. Persönlichen Ordner, den gesamten Rechner ist natürlich Quatsch. Ne? Dann sucht er nämlich das Wurzelverzeichnis durch. Das kann man vielleicht einmal im Leben machen, stellt fest, da ist nichts drin, dann ist es gut. Aber den gesamten Rechner zu durchsuchen, inklusive den ganzen Unterverzeichnissen, die von Linux sind, halte ich nicht für sinnvoll. Aber wir planen jetzt mal meinetwegen immer um 18 Uhr. Und dann machen wir das Plus. Und dann eine tägliche Virensuche ist geplant. Eine tägliche Aktualisierung der Signaturen ist nicht geplant. Ja, das ist wieder hier
ein Durcheinander. Also müssen wir das erstmal planen. Wie viel Uhr sollen wir denn? Ja, wahrscheinlich ist es gut, wenn wir die Aktualisierung vor der Virensuche machen. Also wenn ich jetzt um 18 Uhr da meine Virensuche mache, dann mache ich doch meinetwegen um 17 Uhr die Aktualisierung der Signaturen. Plus ist geplant. Gut. Das sieht so besser aus. Und dann kann ich meinen persönlichen Ordner ganz entspannt bei Bedarf untersuchen lassen. Und dann macht er auch tatsächlich was. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.